Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7. Und ja, jetzt haben wir das hier auseinandergebaut und wollen ja gucken, was vorbei ist. Ich habe sowas von gewusst, dass das das Ding wird. Aber gut, damit können wir jetzt irgendwas machen. Unser Eis sind wir auch losgeworden. Und ja, guck mal. Bumm. Lebe! Ja. Okay, Mann. Oh. Oh, man. Oh. Was macht Harry da? Was zum Teufel? Harry! Oh oh. Da bin ich. Also da ist Harry. Hey, ich nehme ein paar Gehirnzellen, die ich noch hab, und schenk sie dir. Hey, danke schön. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Professors Brut. Wahrer Zauberer natürlich hundertprozentig erreicht. Wie eigentlich um fast jedem Level. Stutz ist gesammelt. Zwar jetzt nicht so viel, aber ein paar und oben rechts ist Fang. Die dir. Sorry, aber den musste ich mal bringen. Goldenen Scheine. Einen und zwei. Das sollte es gewesen sein. Jawolla. Geschichte fortsetzen. Na klar. Natürlich, ich dachte, es kommt ein tolles Intro. Das, oh, das ist aber ein goldener Stein. Gucken wir mal hin, wie wir den bekommen, oder? Einmal ganz kurz. Hallöchen, Herr. Oh, da oben will ich hin, dann gibt's so viel, aber dafür müsste ich erst fliegen. Hier war ich, glaube ich, schon mal und kam nicht hin, ne? Weil ich nicht wusste genau, wie ich da ran muss. Ja, da muss ich mich hier durch. Da lang, okay, soweit bin ich. Ja, ich muss stark sein. Stark ist, soweit ich weiß, Harry nicht. Und, ah, wartet, ich habe eine Idee. Alter, seid ihr echt zu blöd dafür. Hallo, einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen, so funktioniert eine Tür übrigens. Das kann man doch bestimmt aufgraben, oder? Nicht? Hätte ich ehrlich gesagt jetzt mit gerechnet. Kann man echt nichts machen? Das ist so ein blöder Maulwurf wieder, ne? So. Zack. Na komm. Bam. Oh, okay, der gibt einfach nur ganz viel Sturz. Okay, schade, ich dachte, da würde was kommen. Aber wir können die komische Katze... Ich drücke Q, es passiert nichts. Katze. Ah. Ich kann nämlich ein bisschen graben. Vielleicht haben wir da einen Kessel und werden neu stark oder so, ich weiß es nicht. Er sieht nicht aus wie ein Kessel. Aber vielleicht können wir trotzdem mal was anfangen. Ich wollte zwar nicht wechseln, aber gut. Boing. Was soll ich denn damit jetzt machen? Ja. Was genau soll ich jetzt mit den Kürbis anstellen? Gibt's denn noch mehr, was ich hier hinten irgendwo machen kann? Geht's noch weiter nach hinten? Nee, ne? Okay, gut, dann hüpfen wir mit unserem Kürbis halt einmal zurück. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Oder auch nicht. Können wir den hier vornehmen, wir hinpacken? Yeah! Okay, gut. Genug Kürbis. Kann ich die Vogelscheuchen irgendwie zerstören oder so? Okay, machen wir mal von hier.
Ist das der Kürbis, den ich damit treffen kann? Nee. Keine Ahnung, I don't know. Werden wir einfach mal irgendwann sehen. Jetzt gehen wir weiter und verfolgen natürlich die Story-Geschichte, so wie sie das gehört. Als wahrer Zauberer und Meister des... Irgendwas kann ich. Warum muss man eigentlich immer 500 Kilometer laufen? Jetzt mal ohne Spaß. Kann sich das nicht ersparen und könnten wir nicht einfach im Schloss wieder sein? Nein, wir müssen einfach 500 Kilometer laufen. Ist ja immer so, ne? Weil wir laufen jetzt wieder 5 Kilometer, sind dann wieder woanders und laufen dann wieder 5 Kilometer. Das war im anderen Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, im Lego Potter 1 bis 4 kam mir das nicht so vor, als hätten wir so lange Laufwege gehabt. Oder ich habe das wieder einfach verdrängt. Also müssen wir nicht lang. Na, war klar, dass wir jetzt nach rechts wieder müssen, ne? Das war ja klar, Mann. Das war klar. Wo wollen wir hin denn? Oh, wir müssen schon wieder hoch nach Dumbledore. Oh ja, das heißt, wir müssen wieder das blöde Ding einmal aktivieren. Das ist immer so nervig. Los geht's ab nach oben, nach Dumbledore. So, bitte einmal zaubern. Hallo. Dankeschön, dass irgendwer mitmacht. Lass mich da hoch, ich will zu Dumbledore, meinem Bro. Hi. Ich geh einfach zu dir, ich ignoriere dich, dass du vorne vorstehst, aber ich geh einfach rein zu dir. Du musst einfach hinterherkommen. Ist nun mal so. Ist halt nun mal so, ne? Tut mir leid. Er wollte seine Fresse in der Hand, Mann. Du hast ein Päckchen in der Hand. Oh, Hand tot. Guck mal, ich hab Steine. Wir können Lego spielen. Yay. Guck mal, wir haben ganz viele Steine gesammelt. Yay. Ab geht's, Lego spielen. Hier, machen du Zauber und dann siehst du, der hat Herz kaputt. Okay. Kann ich auch, Mann. Guck mal, hab ich gemalt. Hab ich gehört, das soll irgendwie wichtig sein. Hab ich einen Traum gehabt. Ich will nur das Slytherin Sliss. Oder so, keine Ahnung. Nein, Dumbledore! Lol. Titanic Style. Okay. Wohin wollen wir, Herr Professor Dr. Dumbledore? Ah, wir sind da. So, und jetzt will ich mal eine Sache kurz gucken. Ey, komm. So dick ist die. Ist die Lego-Figur jetzt auch nicht. Einige meinte, hey, die Lego-Figur ist voll dick von Dumbledore. So dick ist sie jetzt auch nicht, Mann. Ich meine, er hat eine Karotte in der Hand als Zauberstab. Er ist gesund, ne? Er ist gesund. So. Irgendwie können wir hier gar nicht so viel machen. Wir gehen mal rüber. Hallihallöchen, liebe Welt. Das wollte ich doch alles gar nicht, aber gut. Wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Was ist der Poppen für das Wasser? Ich hätte gelacht, wenn ich wirklich das Wasser ausgegangen. Oh. Ah, man kann schwimmen, das ist ja cool. Ich will aber raus hier. Hallo, raus. Komm mal raus, Dumbledore. Danke. Ich selber bin zu blöd dafür. Gut, dass wir den Computer dabei haben. So, was malen wir denn da jetzt? Zack. Einen Trichter fürs Trichter trinken von Milch, weil. Wir haben ja gelernt, Alkohol ist nicht gut, da fällt man um und muss irgendwas essen, wodurch man fast stirbt. Haben wir ja gelernt in einem Part, ne? Das Ding ist schwer! Anmachen? Ist das eine Fackel? Ah! Burn, baby, burn up! Funktioniert echt, Leute, das war ein Käfer, what the heck? Ich dachte, das wäre, keine Ahnung was gewesen, auf jeden Fall kein Käfer. Oh yeah, jetzt wird hier durchgeprügelt, bam! Bumm! Bam! Der Zauber ist ziemlich lange. Der Just ist ziemlich lang, Mann. Oh, hab ich mich selber getroffen. So. Wenn dabei läuft und dann den Zauber macht, dann cancelt man irgendwie die Animation dadurch. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber man tut es. Das ist schon mal gut. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Lichtimus Zauberus. Da ist das Wappen. Da müssen wir was Slytherisch können. Und das kann dann unser guter Harry, soweit wir das wissen, ne? Grün, gelb, blau, rot. Grün, gelb.
blau, rot. Das ist ein sehr schweres Rätsel. Gut, dass wir es geschafft haben. Jetzt geht die Klappe hoch. Pum, 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 pum. Und nur auf jeden zweiten ist ein Stolz. Das ist unfair. Aber gut, nicht so schlimm. Oh. Da muss man irgendwas einfügen. Ich bin clever, Mann. Ich bin so clever, dass man da irgendwas einfügen. Dumbledy, aber bitte mit ohne Licht. Dankeschön. Der kommt dahin, würde ich mal behaupten. Das hier ist ein Teil, das kommt dahin. Nein, dahin. Das kommt da oben hin. Ja, ja, ja. Und das kommt, ich weiß nicht. Habt ihr eine Idee, wo das hinkommt? Genau, da kommt das hin. Da. Oh, Entschuldigung, das soll gerade mal sein. Wenn man diese Möglichkeit schon mal hat, dann muss man das auch mal ausnutzen. Entschuldigung. Es ist hell, dunkel. Harry macht Licht an. Wir brauchen kein Licht. Wir sind Profis. Wir wissen, was wir tun. Stand auf jeden Fall so in meinem... Da stand auf jeden Fall so in meinem... Aber ich wollte einen coolen Witz bringen, jetzt habe ich ihn verkackt, weil ich nichts weiß. Stand so in meinen AGBs oder so, ich weiß nicht. Irgendwas Cooles wollte ich jetzt bringen und dann... habe ich jetzt hart verschniebelt. Verschniebelt? Verschniebelt, wow! Wir haben es hart verschniebelt. Bleiben wir bei Schniebel. Schniebel. Nicht Schniedel, Schniebel. Wir haben das verschniebelt. Das ist ein gutes Ersatz für ein Schimpfwort, oder? Schniebeln? Hallo. Wow, ein Schrank. Mit ein paar Stutzchen. Das sieht mega cool übrigens hier aus, Mann. Da haben wir noch einen. Das wird noch einer retten. Ich hab so klar, ich wette, der ist im anderen Level gewesen und ich habe ihn verpasst. Aber, den habe ich gar nicht gesehen, Mann. Da ist noch einer. Was geht ab? Wir haben es geschafft, ein Hauswappen. Und das von Gryffindor. Wunderbar. Harry, kannst du mal kurz hier Slytherischen? Schlüssel, 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 Schlamm. Ich habe noch nie gesehen, dass da oben diese Dinger auftauchen. Das ist cool. Oh ja, yeah, Mann. Oh ja. Yeah. Oh, ein Besen. Oh, ich dachte, ich kann jetzt fliegen oder so. Hallo? Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Immer mal ein bisschen sauber, Schlitschi, Schlatzi, alles sauber, gar kein Problem. Dumbledore weiß, wie es funktioniert, ja. Und wir sind kurz vor dem Warnzauberer. Rot! Das war das Rätsel. Ah, ich wollte schon sagen. Gelb und grün! Gelb und grün! Blau, rot, gelb! Blau, rot, gelb. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn man irgendwas falsch macht. Da muss man wahrscheinlich komplett von Anfang an anfangen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Grün, rot, ist gar nicht wahr. Grün, gelb, rot und so. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Muss ich rüberhüpfen. Zack, zack, zack und zack, Mann. Easy going. Jetzt sollte es rauskommen. Hallo, Ente! Tripod! Trippel fahren! Yay! Harry? Ah. Warum muss denn Harry trampeln, Mann? Oh nein, die verlorenen Seelen oder sowas war das mal. Ich weiß nicht mehr genau. Wir können immer noch sammeln. Mega geil, wir kriegen den wachen Zauber auf jeden Fall auch hier zusammen. Super nice. Super nice. Weil so viel fehlt gar nicht mehr, wie ihr seht. Ich denke mal ab 34.000. Die sollten wir gleich drin haben. Oh, was habe ich denn da gesehen, liebe Leute? Kann man nicht aufmachen? Okay. Hier noch irgendwas versteckt. Hier hinter, 100 Pro. Da oben ist noch ein blauer, den sehe ich doch. Den sehe ich doch, Mann. Und fahrer Zauberer. Nice. Wunderbärchen. Oh, was hast du gemacht? Nochmal. Woo. Das erinnert mich an dieses Arctos-Minispiel, wo der Boden so leuchtete. Von Tabaluga. Okay, lass uns da mal hingehen, Harry. Lass uns hingehen, nachdem die Szene vorbei ist. Aber lass uns da trotzdem hingehen. Wir nehmen. Und das ist ein Schloss. Huch, was ist das denn? Was ist das? Oh, die Seelen wollen hier hoch. Hallo. Oh mein Gott. Meine Fans. Alles voll mit Fans hier.
Die ganzen Fans wollen ein Autogramm. Doch ich bin abgehoben und sag. Nee. Oh ja, das Schloss Hogwarts. Hogwarts. Erst das, dann das. Zack, zack, Schlitz. Da wollte ich nämlich ursprünglich hin. Das habe ich am Anfang gesehen, Mann. Und ich dachte, das blaue Wasser wäre ein Stutz gewesen. Aber nein, das war einfach nur so eine komische Flasche. Ist Dumbledore eigentlich in der Lage, schwarze Magie anzuwenden und das aufzumachen? Nein. Okay, Dumbledore kann keine schwarze Magie. What's up? Hier kommen die Fans wieder. Hallo Fans, kommt raus, zeigt, was ihr könnt. Und die Hände hoch, meine Fans. Kommt alle vorbei. Oh yeah. Oh, ist das so gewollt? Ah, damn it. Lol, ich komm davon aus. Gib mir das, das ist meins. Gib mir. Oh man, die ganzen Fans sind hier, Mann. Ich werde von Fans belagert. Und die Hände hoch. Oh, blasen wir das jetzt auf, oder was? Oh, wir müssen, Wasserfall machen. Ernsthaft? Yay, trinken! Go, go! Okay, ich glaube, das war nicht gut. Oh, lol. Oh, lol, was mache ich? Was soll ich tun? Hilfe! Meine Fans! Oh Mann, was muss ich machen? Meine Fans! Was auch immer ich da tun soll, ich habe gar keine Ahnung. Ich will noch einen Kaffee trinken. Kann du Dumbledore etwa trinken oder was? Oh, ich muss hier einfach durch, Mann. Das macht mir schon ein bisschen Angst hier, übrigens, ne? Aber gut. Alle einmal hier rüber! Alle Mente marschen daher! Oh yeah! Meine Fans wollen ein Autogramm! Harry, ist das denn ernst? Kannst du bitte da oben wegkommen, Mann? Kannst du bitte da oben wegkommen? Kann ich eigentlich einfach durchhüpfen? Wahrscheinlich, ne? Oh ne, ich wollte sagen. Vielleicht war es ja irgendwie. Lasst mich los! Wingardium, ich töte euch alles! Leute, das ist voll easy, Mann. Oh, der war auch nicht lecker. Der Kaffee war nicht gut. Lasst mich los! Dumbledore mag meine Fans nicht! What up? Trinken. Oh, das war genug für heute. Okay, der nächste Cup ist durch. Zack, zack, zack. Ich hätte auch gern Kaffee, Dumbledore. Kann er bestimmt auch easy machen. Ah. Warum kann ich mich mit Harry nicht befreien? So, und zwar, wenn ich das so mache, bestimmt. Dumbledore. Dumbledore, kannst du hier oben bitte ein paar Kaffee trinken? Weil das brauchen wir jetzt hier. Okay, er will nicht. Dumbledore, machst du da? Ah, oh, komm, dann trinke ich halt für dich. Bam, 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 bam. Wir hauen die einfach um. So, alle weg hier. Ist ja noch easier jetzt. Trink den letzten Kaffee, dann haben wir es geschafft, Mann. Oh. Ich muss sie loswerden. Ich muss sie loswerden. Ich weiß nur nicht genau, wie. Ah, der muss in Ruhe seinen Kaffee trinken. Ach so, ah. Er darf dabei nicht gestört werden. Dumbledore. Kommst du her? Ich glaube, Harry ist zu jung für einen Kaffee, aber notfalls nimmt er auch ein. Okay, du trinkst. Und Harry hat Probleme! Oh, wir haben es geschafft. Nice. Meine Fans, meine Fans! Er kann Feuer machen! Er ist Glurak! Oh yeah, wow. Echt jetzt? Das war so ein Wasserding? Ernsthaft? Okay, I don't know why. But, wir nehmen es einfach so hin, Mann. Wir nehmen es einfach so hin. Da kommt die Alte. Oh, hallo! Gibt's doch mal einen Füßer. Wo sind wir? Wir sind auf dem Boot der Zerstörung! Ist gar kein Boot. Shit. Ich dachte, das wäre ein Boot.
Oh nein, Malfoy. Malfoy? Malfoy? Keine Ahnung. Nein, was tut der? Nein, was hat er getan? Nein, wir müssen uns verstecken, Kollege, Mann. Okay, Mann, ich bin ruhig. Ich will weiter verstecken. Ich glaube, er wollte das nicht, auch wenn er kacke ist, aber ja. Er tut ja so, als würde ihn umbringen. Hoffe ich mal. Ein sehr guter Schauspieler. Ciao. Die Hand am Ende. Mega nice. Oh ja, Party. Oh mein Gott. Das passt so gar nicht zu hier Dingsy. Den Typ der schwarzen Künste, Magie und sowas. Dessen Namen man nicht sagen darf. Lord Voldemort, ich hab's getan. Werde ich jetzt verflucht und sterben? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Das werden wir irgendwann erfahren. Falls kein Video mehr kommt, bin ich wahrscheinlich tot und wurde verflucht oder so. Oh. So zum Beispiel. Das kann natürlich gut sein. Aber liebe Leute, was uns erwarten wird hier? Sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Kleiner Tom. Ciao, ciao und bye bye.